am Sonntagvormittag noch beim Art Brunch und jetzt am Sonntagnachmittag beim Charity Work Race 2012. Da ist es ein bisschen kälter. Organisatoren sind die Play for Help Mannen. Patrick Liebhardt, was passiert heute wieder beim Work Race 2012? Ja, es ist uns heuer wieder gelungen, nicht nur 20 Teams aufzutreiben, sondern sogar 31 Teams. Es geht um den Spaß, es geht um Fun und es geht um einen guten Zweck. Wer wird speziell damit unterstützt heuer? Es ist auch heuer wieder, also Play for Help hat sich immer das Ziel gesetzt, die Mukoviszidose-Patienten zu unterstützen, wie letztes Jahr bereits mit speziellen Spielsachen. Wird auch heuer wieder geschaut, was für Summen zusammenkommt und danach entschieden, was wir damit machen. Auch da die Stastny unterstützt diese tolle Veranstaltung. Warum gerade diese Veranstaltung? Erstens sind das alles geile Typen, die das veranstalten und ich weiß, was die machen, das hat alles Hand und Fuß. Das geht in geordnete Bahnen und genauso sind wir auch bereit, viel zu investieren und bei jedem Spaß dabei zu sein. Und wie ist es da, wenn man mit dem Wok selber runterfährt? Was ist das für ein Gefühl? Ich bin heuer das dritte Mal dabei und ich werde die nächsten Male wiederum dabei sein. Es ist einfach sensationell und fantastisch. Mehr Bilder vom Charity Work Race 2012 demnächst auf Tirol TV. Das war's für heute, das Tirol TV Look. Freue mich auf das nächste Mal. Servus, auf Wiedersehen.